Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen zu den Auto News. Wir berichten über Aktuelles aus der Automobilwelt. Mein Name ist Anja Nowak. Karmann erhält Steuerrückzahlungen. Dem insolventen Capero-Bauer Karmann stehen Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe zu. So hat es das Oberlandesgericht in Oldenburg in einem Berufungsverfahren entschieden. Die Besitzgesellschaft des Osnabrücker Traditionsunternehmens hatte die Steuerrückzahlungen erhalten. Zugestanden hätten sie nach Ansicht des Gerichts aber der Betriebsgesellschaft. Deswegen müssen jetzt rund 163 Millionen Euro plus Zinsen an die insolvente Betriebsgesellschaft gezahlt werden. Offen ist allerdings, wann und vor allem, wie viel Geld tatsächlich fließen wird. Nach dem Urteil dürften die Eigentümer die Summe gegen möglicherweise noch ausstehende Forderungen des Finanzamtes nach Umsatzsteuern der Betriebsgesellschaft aufrechnen, sagte eine Gerichtssprecherin. Ob die eine Gesellschaft für die Steuerschulden der anderen aufkommen müsse, stehe aber noch nicht fest. Grammer zieht positive Halbjahresbilanz. Der Amberger Sitzhersteller Grammer hat sein erstes Halbjahr nach eigenen Angaben erfolgreich abgeschlossen. Der Gewinn nach Steuern legte um rund 29% zu. Den Umsatz steigerte das Unternehmen um 6,7% auf rund 573 Millionen Euro. Der Hersteller von Fahrzeugsitzen und Pkw-Innenausstattungen erwartet für das Gesamtjahr unverändert eine Auftragslage auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber. Die verbesserten Zahlen begründet Grammer vor allem mit erfolgreichen Produktneuanläufen. Außerdem hilft dem Amberger Unternehmen seine gezielte Positionierung bei deutschen Premium-Autoherstellern. Grammer profitiert hierdurch von den hohen Absatzzahlen und Exporten der einheimischen Automobilhersteller nach China und in die USA. Der Zulieferer beschäftigt rund 9000 Mitarbeiter und ist in 18 Ländern tätig. Leoni erleidet Gewinneinbruch. Der Nürnberger Autozulieferer Leoni hat mit einer Gewinnwarnung und vorläufigen Zahlen für Enttäuschung unter Anlegern gesorgt. Im zweiten Quartal rutschte der Gewinn deutlich ab. Wie der Kabel- und Bordnetz-Spezialist mitteilt, sackte der Überschuss auf 34,5 Millionen Euro ab. Das sind 24,5% weniger als vor Jahresfrist. Leoni machte einen ungünstigen Produktmix und höhere Integrationskosten bei der Anfang des Jahres komplett übernommenen südkoreanischen Tochter Daekyung für den Rückgang verantwortlich. Darüber hinaus rechnet der Zulieferer in den nächsten Monaten mit einer Verschlechterung der Nachfrage, vor allem aus der Automobilindustrie. Die Franken erwarten für 2012 jetzt nur noch einen Konzernumsatz von rund 3,9 Milliarden und einen Betriebsgewinn von bis zu 250 Millionen Euro. KUKA hebt Jahresprognose an. Der Roboter- und Anlagenbauer KUKA profitiert auch weiterhin von der großen Nachfrage aus der Automobilindustrie. Nach unerwartet großen Sprüngen im zweiten Quartal hat sich das Unternehmen höhere Jahresziele gesetzt. Die Augsburger können nun bereits zum zweiten Mal im laufenden Jahr ihren Ausblick nach oben korrigieren. Sowohl von den Autobauern als auch aus der übrigen Industrie kamen zwischen April und Juni mehr Bestellungen herein und trieben den Auftragseingang trotz eines schon starken Vorjahres noch um 15% auf rund 506 Millionen Euro nach oben. Das Unternehmen rechnet bei stabilen Rahmenbedingungen für 2012 mit einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge von mindestens 6,0%. Hyundai kämpft mit Streiks.
Südkoreas größtem Autohersteller droht Ärger mit seiner Belegschaft. Die Arbeiter von Hyundai und der Tochtergesellschaft Kia Motors wollen diese Woche streiken. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Für den OEM ist es nicht der erste Streik in diesem Jahr. Bereits im Juli hatten die Arbeiter mit einem Ausstand ihre Unzufriedenheit ausgedrückt. Damals verzeichneten Hyundai und Kia gemeinsam einen Produktionsausfall von rund 14.000 Fahrzeugen im Gegenwert von umgerechnet rund 192 Millionen Euro. Weitere Arbeitsniederlegungen dürften sich Analysten zufolge wahrscheinlich negativ auf die Absatzzahlen beider Hersteller auswirken, da sich ihre Lagerbestände aufgrund der hohen Nachfrage nach Hyundai- und Kia-Modellen momentan auf einem Rekordtief befinden. Weniger Nachfrage nach E-Autos von Peugeot als erwartet. Laut einem Medienbericht läuft das Geschäft des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroën mit Elektrofahrzeugen schlechter als gedacht. Deshalb bittet der Konzern seinen Partner Mitsubishi um Lieferstopp. Der japanische Autohersteller baut die Elektroautos für die Franzosen. Diese wollen mit dem Lieferstopp verhindern, einen zu großen Lagerbestand unverkaufter Fahrzeuge auf den werkseigenen Parkplätzen anzuhäufen. Im Jahr 2010 hatte Peugeot Citroën 100.000 Mitsubishi Elektroautos des Modells iMiEV bestellt. Diese werden in Europa unter den Marken des französischen Konzerns als Ion und als C-Zero verkauft. Nun wird die Lieferung temporär eingestellt, wie ein Peugeot-Sprecher bekannt gab. Im ersten Halbjahr verkauften die Franzosen nur 900 Peugeot Ion und 1200 Citroën C-Zeros. Das waren die Autonews für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.